Original-Spaghetti Carbonara, natürlich ohne Sahne. Und dafür brauchen wir nichts weiter als Guanciale, Pecorino und Eier. Von dem Guanciale die Haut entfernen und in grobe Würfel schneiden. Das Nudelwasser salzen, aber nicht zu stark in dem Fall. Den Guanciale in eine Pfanne geben und auslassen, bis er schön knusprig ist. Dann die Pfanne direkt von der Hitze nehmen. Pecorino reiben, Eigelbe dazugeben, ein wenig frisch gemahlener Pfeffer und das Ganze verrühren. Eine Kelle Pastawasser dazugeben und rühren, bis alles cremig ist. Die Spaghetti noch gut al dente direkt in die heiße Pfanne geben, zusammen mit zwei Kellen Pastawasser und gut verrühren. Jetzt die Pfanne von der Hitze nehmen und dann geben wir unsere Ei-Käse-Mischung direkt in die noch heiße Pasta und verrühren das Ganze gut. Und jetzt schaut euch diese cremige Pasta an. Jetzt bleibt uns nur noch das Anrichten. Noch ein wenig Pecorino darüber, wer möchte. Mmh. So lecker.